Dass Frauen, die oftmals ihr Leben zwischen Familie und Beruf mit großem Geschick meistern müssen, einen ganz speziellen Rückhalt in der Politik benötigen, sollte eigentlich selbstverständlich sein. Die Realität sieht jedoch nicht danach aus. Vielfach orientiert sich die sogenannte Frauenpolitik an Vorgaben, die sehr wenig mit der Wirklichkeit der meisten Frauen zu tun haben. Die EU-Kommission beispielsweise hat im vergangenen Jahr den sprichwörtlichen Vogel mit einem Vorschlag abgeschossen, der reale Probleme wie die Armutsgefährdung alleinerziehender Frauen geradezu verhöhnt. Den jüngsten Zahlen zufolge steigt die Quote der arbeitslosen Frauen an und auch die Gehaltsunterschiede zwischen Männern und Frauen sind immer noch enorm. Doch die EU-Kommission hat dafür die vermeintliche Lösung gefunden. Sie orientiert sich vor allem an den Quoten von Frauen in Top-Positionen, welche als zu niedrig empfunden werden. Deshalb schlägt die Kommission jetzt eine europäische Gesetzgebung vor, um die gläserne Decke zu durchbrechen, die Frauen immer noch vom Aufstieg in Top-Jobs abhält. Bis 2020 werden Frauen 40% der Aufsichtsratsposten besetzen. Eine Maßnahme, von der eine Handvoll Frauen profitiert und die auf wenig Gegenliebe bei den Freiheitlichen stößt. Dieser Vorschlag der EU-Kommissarin Reding ist absoluter Schwachsinn und von unserer Seite abzulehnen. Ich glaube, es bringt überhaupt nichts und schon gar nicht den Frauen in Österreich, hier eine gesetzliche Frauenquote einzuführen, das meines Erachtens ja nur ein Placebo ist, um davon abzulenken, dass frauenpolitisch in Österreich gar nichts weitergeht. Auch in der Vertretung der heimischen Unternehmer sieht man den Vorstoß der EU-Kommission äußerst skeptisch. Weil es Branchen gibt, wo Frauen aufgrund ihrer Ausbildung her besser geeignet sind, Aufsichtsräte zu sein als in anderen Branchen. Ich nehme zwei Beispiele her. Eine Bank beispielsweise, da kann ich mir vorstellen, dass eine Frauenquote sein kann von 60-70%, warum nicht, oder 50%. Während bei einer Föst kann ich mir nicht gut vorstellen, dass man dort 40% Frauen hat, weil aufgrund der Ausbildung her eben große Unterschiede sind. Um die Einkommensschere tatsächlich zu schließen, taugt eine Quote in hohen Funktionen nichts. Vorschläge für eine vernünftige Frauenpolitik liegen längst am Tisch. Vor allem geht es um die spezifischen Frauenberufe. Frauen sind vorwiegend in Berufen beschäftigt, die niedrig bezahlt werden. Hier muss angesetzt werden. Man muss sich das auch anschauen. Frauen sind im Handel beschäftigt, sind im Tourismus beschäftigt, sind auch bei Kinderbetreuungsplätzen und in der Pflege beschäftigt. Und diese Berufe werden einfach schlechter bezahlt als andere. Und hier gehört angesetzt. Der lange Arm der EU-Kommission greift also wieder einmal auch nach Wien. Frauenpolitik beginnt bei mir sicher nicht in den Aufsichtsräten, so wie es jetzt Thema ist. Frauenpolitik fängt bei mir in der Basis an und das vermisse ich jetzt momentan sehr. Den privaten Aktionären vorzuschreiben, was sie zu tun haben, ist an sich ein bisschen, ich würde sagen, nicht in Ordnung. Ja? Weil ich habe mein eigenes Geld drinnen stecken in der Firma und dann schreibt mir die EU vor, was ich zu tun habe. Von diesen Argumenten unbeeindruckt zeigen sich leider die SPÖ-Frauen in der Bundesregierung. Sie wollen die EU-Pläne auf Punkt und Beistrich umsetzen.